Hallo zusammen, hier eine Aufgabe zum Thema Äquivalenzziffer. Wie immer könnt ihr hier das Video stoppen und die Aufgabe berechnen. Kommen wir zur Lösung. Wir sollen die Fertigungskosten pro Stück für die drei Messgeräte berechnen. Und das sollen wir mit der Äquivalenzzifferrechnung durchführen. Dazu nehmen wir uns die Modelle, schreiben sie mit ihren Fertigungszeiten auf und mit ihrer Menge. Die Äquivalenzziffer können wir bilden aus der Fertigungszeit bzw. dem Verhältnis der Fertigungszeiten zueinander. Das heißt, nehme ich für Modell 4 für 150 Minuten die Äquivalenzziffer 1, dann muss ich die 180 Minuten ins Verhältnis zu den 150 Minuten setzen und wenn ich 180 geteilt durch 150 mache, bekomme ich 1,2 heraus. Genauso die 240 ins Verhältnis zu den 150 setzen ergibt dann die 1,6. So haben wir unsere Äquivalenzziffern bestimmt. Jetzt nehmen wir die Äquivalenzziffern und multiplizieren sie mit der Fertigungsmenge. Das heißt einmal 440, 1,2 mal 1160 und 1,6 mal 180. Das ergibt diese Zahlen, diese Verhältniszahlen, diese zusammengerechnet ergeben 2120. Das müssen wir nun ins Verhältnis zu den Gesamtfertigungskosten setzen. Das heißt, 97.500 geteilt durch 2120 ergibt 45,99 Euro für eine Einheit. Das heißt, wir haben hier unten die Äquivalenzziffer 1 und dementsprechend können wir dann diese 45,99 hierfür gleich 1 zu 1 als Kosten pro Stück einsetzen. Die 45,99 mal 1,2 ergeben dann die 55,19 und die 45,99 mal 1,6 die 73,58 Euro Kosten pro Stück hier für das Modell 1. Die Gesamtkosten pro Modell kann man sich nochmal ausrechnen mit Kosten pro Stück mal der Fertigungsmenge und das ergibt dann wieder die Gesamtfertigungskosten. Somit haben wir bewiesen, dass wir die Stückkosten richtig berechnet haben.